ein bisschen windig. Ich hoffe, ihr hört alles. Hier jetzt kurze Erklärung, wie man ein Fell gärt. Da gehe ich hier wieder an unsere lustige Badewanne, mache das Blech ein bisschen zur Seite, dass ich besser stehen kann. Ganz clever unten drunter ein Contiki gemacht habe. Seht ihr, jetzt ist er auch mit Holzkohle gefüllt. Der wird dann auch im Baden abgelöscht und schon hat man selbst beim Baden eine Holzkohle. Dieses Fell haben wir jetzt gerade bekommen. Das wird dann meistens weggeworfen von dem Ziegenherd. Was wir brauchen, ist Salz, ein Schleifstein, ein Messer und halt ein Gefäß, wo wir das Fett reinmachen, was wir jetzt ohne Salz erstmal abtrennen, um das dann klein zu schneiden und dann den Hühnern zu füttern. Wieder als erstes bei Werkzeug immer kurz schleifen, beziehungsweise selbst wenn man es weglegt, kurz schleifen, dass man in der Küche immer ein schönes Werkzeug hat, kurz hin und her, selbe bei der Machete, alle 20 Minuten, dass man wirklich immer ein schönes Messer hat. Jetzt ist es schön scharf. So. Dann nehmen wir einfach jetzt sauber hingelegt. So, und jetzt nehmen wir hier dankbar halb diese Kante, ist jetzt halb improvisiert. Manche haben ja meistens einen runden Baumstamm, wo sie das Fell drauflegen. Und jetzt versucht man hier einfach dieses Fett praktisch so grob wie möglich runterzuarbeiten. Die Hühner freuen sich dann natürlich, wenn sie das dann fressen dürfen. Und da beginnt man jetzt praktisch dieses Fett runterzuarbeiten. Wenn man größeres hat, die haben meistens dieses Messer, dann klemmen sie das ein und schieben das nach unten. Aber jetzt, wir machen halt mehr so den Indianerstil. Und insgesamt, also Felle gerben ist total einfach. Man muss es einfach nur machen. Und es ist ein total einfaches Ding. Man macht einfach dieses Fett runter. Das wird jetzt eine Weile dauern, bis das alles runter ist. Am Ende, man sieht es auch hier, gut an dieser Stelle, ne, hier lässt sich das praktisch, hier sieht man das, da lässt sich das praktisch hier dann schön runterziehen. Das muss man halt weiter runterarbeiten, dass das halt alles, dass am Ende diese Haut da ist. Und wenn diese Haut, wenn das alles so ist, dann wird es praktisch flach hingelegt, wenn die so ist wie hier, und wird dann eingesalzen. Genau. Das mache ich erstmal weiter, das dauert jetzt eine Zeit lang. Gut, kannst du Schluss machen.